Hallihallo, der Marc vom Vitamin ist hier, schau mir die Laura an. Kannst du mir den Kopf kurz noch halten, du musst nicht so gern. Das ist die Laura. Die Laura möchte ein Industrial Piercing haben und wir haben schon ein bisschen vorbereitet, ein bisschen soweit das auch startklar gemacht mit Desinfektion und so weiter. Und jetzt mal kurz anzeigen. Ich habe momentan die Industrials etwas anders platziert, ein bisschen Corona bezogen, also wird gar nicht schlechter dadurch, weil sich die Masken einfach genau, es gibt ein paar Punkte, wenn man die jetzt dann hat man sich Probleme eigentlich schon vorprogrammiert. Mhm. Deswegen mache ich es gleich so, dass du maskensicher bist. Ja, gepasst. Das geht auch bei den meisten Ohren. Auch Brille und so kannst du trotzdem tragen. Bist du sehr nervös, wenn das zu dir geht? Ja, schon. Man hört viel Horrorgeschichten. Es gibt entweder die sagen, es war gar nicht schlimm und die anderen sagen, es war richtig kurz fies. Okay. Gibt es eine entweder oder. Letztlich glaube ich, wirst du das gut schaffen. Okay. Wie alt bist du? 18. Mit 18 so noch Farbe nehmen, ja? Weil ich wollte das Spiel nicht spielen. So, das Spiel her. Zu dir. So, schau. Dann siehst du den einen Punkt vielleicht. Ja. Den unteren Punkt, der ist hier unten. Okay. Und dann haben wir eine Linie, die läuft dann nachher quasi so rüber. Mhm. Okay, das heißt, von da nach da. Das ist ein sehr schöner Start. Vom Winkel her, wenn man dann später mal die Maske drauf hat, okay, ist dann auch, dass wir quasi drüber sind. Ja? Weil früher, man hat oft die Industrials auch, sage ich mal, vorne noch mehr gestochen, das ist dann ein bisschen nervig mit der Maske, je nach Ohrform. Bei dir geht das sehr gut so. Ne? Also wenn wir da sind, so geht es sich schön da aus. Perfekt, okay. Ja? Ja. Passt das für dich? Ja. Gut. Dann können wir die Maske wieder ausfädeln. So. Negativen Tachometer, das hast du ja auch schon gezeigt heute. Genau. Können wir die Maske im Zweifel auch weg tun oder anheben. So. Was machst du gerade noch? Schülerin oder was machst du? Ja, ich bin noch Schülerin. Noch 2 Jahre. Noch 2? Ja. Was für Schülerin? HLB. Das ist eine Wirtschaftsschule. Das ist jetzt mit Maske alles, oder? Ja. Okay. Wir haben jetzt Schichtbetrieb, also 2 Tage Schule, 2 Tage Homeoffice. Okay. Aber es klappt wieder gut. Okay. Ich habe letztens eine Kollegin gehabt, da hat sich die Schule noch nicht dran gehalten. Die haben noch, die haben irgendwie keinen Schicht und waren noch die Klasse war voll besetzt. Ja. Vollkommen strange. Okay. Ja, es gab bei uns letzte Woche gab es auch ein paar Probleme, aber die Woche ging eher wieder alles perfekt. Also von dem her. Du, man muss jetzt auch dran sein, das bringt jetzt nichts. Also wenn man jetzt nicht es schafft, es irgendwo in den Griff zu kriegen, dann ist es irgendwo dann immer lustig, ja. Ja. Das Testen ist ja generell was Gutes, geht ja ratzfatz. So, bleibt mir locker. Das ist der Einstieg. Was schlimm? Es geht. Punkt, fertig. Industrial quasi immer dann am Schluss des Piercing daraus stechen, wo es vom Winkel am schönsten wird, von der natürlichen Form vom Ohr. Das ist, weicht dann minimal von dem Punkt ab, den ich wahrscheinlich gemacht habe. Mhm. Nur, dass du das nachher merkst, dass du denkst, das ist mir langweilig, ich habe das nicht was gemacht, sondern die natürliche Ohrform gibt eigentlich den besten Austrittskanal. So, oder? Ich wüsste dich. Aber ganz kurz schwindelig, aber jetzt geht's. Du kannst, wenn du magst, auch gerne dich kurz hinlegen. Mhm. Also hinlegen, wie gesagt, ich kann dich gerne kurz hinten legen. Willst du die Maske nicht es geht schon, es geht schon, geht schon. Jetzt ist Wasser, alles gut. Traubenzucker, irgendwas? Alles gut. Sicher? Ja, hab gut gegessen davor. Einmal, sehr brav, einmal in den Spiegel schauen. Belohne dich mal mit einem Blick in den Spiegel. Und? Ja, gefällt mir sehr gut. Auch schön, mir gefällt es auch, weil ich ehrlich bin. Es ist schön geworden. Cool. Sitzt sehr, sehr schön, sehr natürlich. Die Maske beim anderen aufsetzen musst du halt wirklich immer ein bisschen aufpassen, weil die Leute halt oft, wenn sie, sag ich mal, so unkoordiniert arbeiten, ohne darauf zu achten, natürlich hängen bleiben. Ja. Dass am Anfang wirklich gucken, dass du die Bändchen, wenn du hilfst, einfach wirklich, dass du es einfach so nach hinten dann ziehst, dass du hier drüber kommst, und dann stört dich das gar nicht. Also, das ist dir vollkommen egal. Ja? Ja. Das heißt, das ist dann easy. Nur wenn wir das so schnell zwischen Tür und Angel, wenn wir aus der Haustür rausrennen,
dann kann es sein, dass du hängen bleibst und genauso wenn du heimkommst, bitte auch mit zu viel wegmachen, also wirklich vorne einpinseln mit dem Finger und dann einfach nach hinten wegziehen. So, dann erklärt dir mal kurz die Pflege, wie du das Ganze machen sollst. Erster Schritt ist bitte immer Hände waschen, Hände desinfizieren. Wenn du das gemacht hast, nimmst du bitte vorne den Spray und vorne den Gel. Zuerst sprühst du den nach, zwei Sprühe vorne, aufs Ohr. Ein Rückzeit 30-40 Sekunden. Dann nimmst du eine Küchenrolle. Die Küchenrolle machst du feucht damit. Okay. Und putzt die sind vorne und hinten sauber. Denk daran, du hast immer die Innenstelle und die Außenstelle. Okay. Das heißt, wenn du vier Stellen, 1, 2, 3, 4 Stellen quasi, dass du die sauber alle putzt. Wenn du das geputzt hast mit der Küchenrolle, kommt danach das vorne den Gel drauf, der rechten Kopf. Weniger ist mehr. Abdrücken vorne, hinten und den Stab sanft bewegen. Du hast nicht viel Spiel, ein bisschen bewegen, das reicht. Haarfärben machst du wieder 6 Wochen nicht. Okay. Ganz wichtig. Eintopfen, Farben und das Kissing ist super entzündet. Okay. Kannst du vergessen. Duschen, Sport und Haare waschen kannst du ab morgen dann machen. Okay. Gut. Fragen? Nein. Wir sehen uns in 6 Wochen. Ja. Zum Kontrollieren, zum Wechseln. Machen deinen neuen Schmuck rein. Hier im Studio. Und dann schauen wir, ob alles passt. Wenn da noch ein Lockdown wäre, dann kommst du halt einfach 2 Wochen später. Wichtig ist halt einfach, du das ich dann machen, weil du dich selber kennst. Okay, passt. Dann gibt es dir mal deinen Pflegezettel. Und dann drücken wir uns, melde dich. Ja, danke schön. Nimmst du mir jetzt mit? Danke. Noch Fragen? Nein, ganz. Dann danke fürs Kommen. Dankeschön. Danke fürs Stehen lassen, danke auch fürs Video. Das würde ich auch. Wie schlimm warst du denn jetzt, würdest du sagen, auf einer Skala von 1 bis 10? Das Stechen selbst war gar nicht so schlimm. Danach, das Piercing. Das reinmachen? Ja. Aber du würdest es nochmal tun. Wie bitte? Du würdest es nochmal machen. Ja. In diesem Sinne, danke euch fürs Zuschauen. Tschüss, Papa.